Löse die folgende trigonometrische Gleichung in der Menge R. Cosinus hoch 3 von x minus Sinus hoch 3 von x gleich 3 Fünftel mal Cos x minus Sin x. Stelle alle Lösungen, die zum Intervall von minus Pi eingeschlossen bis Pi ausgeschlossen gehören, im trigonometrischen Kreis dar. Um diese trigonometrische Gleichung zu lösen, verwandeln wir zuerst diese Differenz durch die binomische Formel a hoch 3 minus b hoch 3 ist gleich a minus b mal a Quadrat plus a mal b plus b Quadrat. Und so sehen wir, dass wir links vom Ist-Zeichen diesen Faktor haben, rechts aber auch. Also setzen wir den rechten Term links rüber und können dann diese Differenz ausklammern. So erhalten wir dieses Nullprodukt. 1 minus 3 Fünftel, das macht 2 Fünftel. Und das Produkt dieser beiden Faktoren ist gleich 0. Dann und genau dann, wenn der erste Faktor 0 ist oder wenn der zweite Faktor 0 ist. Diese trigonometrische Gleichung führt also zu diesen zwei Fällen. Im ersten Fall verwandeln wir sofort den Sinus von x in Cosinus von Pi halbe minus x. Somit haben wir die Grundgleichung Cos gleich Cos und können daraus sofort schließen, dass der erste Winkel x gleich ist zu plus minus diesen zweiten Winkel Pi halbe minus x plus 2k Pi, wo k eine beliebige ganze Zahl darstellt. Wir sehen also, es gibt zwei Unterfälle zu bearbeiten. Der erste Unterfall mit Plus, da, und der zweite Unterfall mit Minus, da. Schauen wir im ersten Unterfall. Wir werden diese Zahl minus x sofort links rübersetzen. Dann steht links x plus x, also 2x. Und dann brauchen wir nur noch diese Gleichung durch 2 zu teilen und erhalten somit diese Lösungen x gleich Pi Viertel plus k Pi, wo k eine beliebige ganze Zahl darstellt. Im zweiten Unterfall machen wir dasselbe. Diese Zahl plus x setzen wir links rüber, dann steht aber links x minus x, das heißt 0. Das heißt, unsere Gleichung verwandelt sich in einer Gleichheit, die aber Nonsens ist, was bedeutet, dass dieser Fall zu keiner einzigen zusätzlichen Lösung führt. Im zweiten Fall multiplizieren wir dieses Produkt mit 2 und auch mit ein halbes, so dass wir an der Gleichung nichts geändert haben. Aber hier sehen wir jetzt das Produkt 2 cos x sin x und das ist Sinus von 2x. Unsere Gleichung wird also zu dieser da. Die 2, die hier teilt, die setzen wir noch rechts rüber, wo sie multipliziert. Und somit haben wir als Gleichung Sinus von 2x, das ist der Sinus vom Arcosinus von minus 4 Fünftel. Also haben wir die Grundgleichung Sin gleich Sin. Und daraus können wir schließen, dass der erste Winkel 2x gleich ist zu entweder Arcosinus von minus 4 Fünftel plus 2k Pi oder Pi minus Arcosinus von minus 4 Fünftel plus 2k Pi, wo k eine beliebige ganze Zahl darstellt. Da die Funktion Arcosinus ungerade ist, können wir dieses Minus vor Arcosinus setzen und hier auch. Somit erhalten wir, dass der Winkel 2x gleich ist zu entweder minus Arcosinus von 4 Fünftel plus 2k Pi oder Pi plus Arcosinus von 4 Fünftel plus 2k Pi, wo k eine beliebige ganze Zahl darstellt. Jetzt teilen wir das Ganze noch durch diese 2 und finden als mögliche Lösungen minus ein halbes mal Arcosinus von 4 Fünftel plus k Pi und Pi halbe plus ein halbes mal Arcosinus von 4 Fünftel plus k mal Pi, wo k ein Element von z ist. Jetzt stecken wir alle gefundenen Lösungen in die Lösungsmenge hinein. Das sind die Lösungen vom ersten Fall und das sind die Lösungen, die wir im zweiten Fall gefunden haben. Wir vergessen nicht, am Ende zu erwähnen,
dass k eine beliebige ganze Zahl ist. Letztendlich müssen wir nun noch alle Lösungen, die zu diesem Intervall gehören, im trigonometrischen Kreis einzeichnen. Da wir hier mit 8 Cosinus von 4 Fünftel zu tun haben, ist es clever, als Einheit 5 Häuschen zu nehmen. Stellen wir zuerst diese Lösungen dar. Wenn k 0 ist, erhalten wir als Lösung Pi Viertel und Pi Viertel liegt in diesem Intervall. Also können wir Pi Viertel darstellen. Wenn k 1 ist, dann erhalten wir Pi Viertel plus Pi, also 5 Pi Viertel. Aber Vorsicht, 5 Pi Viertel liegt nicht in diesem Intervall. Deshalb müssen wir 5 Pi Viertel durch minus 3 Pi Viertel ersetzen. Überprüfen wir das. Wir zählen ab hier 1 Pi Viertel, 2 Pi Viertel, 3 Pi Viertel, 4 Pi Viertel, 5 Pi Viertel. Diesen Winkel ersetzen wir durch, wir zählen wieder ab hier, minus 1 Pi Viertel, minus 2 Pi Viertel, minus 3 Pi Viertel. Und minus 3 Pi Viertel liegt im gefragten Intervall. Jetzt schauen wir diese Lösungen und dazu zeichnen wir zuerst 4 Fünftel als Sinuswert und dann bestimmen wir 8 Cosinus von 4 Fünftel. Deshalb haben wir als Einheit 5 Häuschen genommen, so dass wir 4 Fünftel genau einzeichnen können. 4 Fünftel liegt genau da und dieser Winkel, das ist der 8 Cosinus von 4 Fünftel. Er befindet sich effektiv zwischen 0 und Pi halbe. Also haben wir 8 Cosinus von 4 Fünftel genau gezeichnet und von diesem Winkel brauchen wir die Hälfte. Also teilen wir diesen Winkel in 2 und somit erhalten wir diesen blauen Winkel. Dieser blaue Winkel, das ist 8 Cosinus von 4 Fünftel mal ein halbes. Und diesen blauen Winkel sollen wir jetzt entgegengesetzt nehmen und somit finden wir diese Lösung minus ein halbes mal 8 Cosinus von 4 Fünftel, wenn wir für k 0 nehmen. Und dieser Winkel befindet sich effektiv im gefragten Intervall. Zu diesem Winkel addieren wir Pi, wenn wir für k 1 nehmen. Dann erhalten wir diesen Winkel. Dieser Winkel Pi minus ein halbes 8 Cosinus von 4 Fünftel liegt effektiv im gefragten Intervall. Jetzt kommen wir zu diesen Winkeln. Pi halbe plus ein halbes 8 Cosinus von 4 Fünftel. Wir stellen zuerst diesen Winkel dar, das heißt wir nehmen für k 0. Wir zeichnen also Pi halbe plus diese Winkelöffnung, also Pi halbe plus diese Winkelöffnung, so landen wir genau da. Und dieser Winkel Pi halbe plus ein halbes 8 Cosinus von 4 Fünftel, dieser Winkel liegt effektiv in diesem Intervall. Jetzt nehmen wir für k 1, das heißt zu diesem Winkel addieren wir Pi. Dann erhalten wir Pi halbe plus Pi, das heißt 3 Pi halbe plus diesen Winkel. Aber 3 Pi halbe plus diesen Winkel, das liegt nicht in diesem Intervall. Deshalb müssen wir statt 3 Pi halbe, schauen wir 1 Pi halbes, 2 Pi halbe, statt 3 Pi halbe müssen wir minus Pi halbe nehmen. Und dieser Winkel, minus Pi halbe plus ein halbes 8 Cosinus von 4 Fünftel, liegt effektiv in diesem Intervall. Und somit ist diese Aufgabe erledigt.